Hi Leute, heute würde ich euch gerne zeigen, wie ihr richtig abwascht. Vlog. Nein, natürlich nicht. Also, ich wollte erstmal sagen, ich freue mich sehr, dass der letzte Vlog so gut bei euch angekommen ist. Und ihr hattet auch ein sehr interessantes Thema, worüber ihr schon sehr viel diskutiert habt. Sollte man seinen Hund vegetarisch oder vegan ernähren? Ja, vegane Hundeernährung oder auch ja, Katzenernährung, darum ging es dann später auch noch. Also ich muss dazu sagen, dass es wirklich, wie man auch schon in den Kommentaren gemerkt hat, das ist ein wirklich sehr umstrittenes Thema, sag ich mal so, weil Hund ist eigentlich ein Fleischfresser oder ein Allesfresser. Und Katze ist auf jeden Fall Fleischfresser. Deswegen würde es, wenn man das so betrachtet, eigentlich schon mal flach fallen, die beiden vegan zu ernähren. Allerdings muss ich sagen, ich habe schon von einigen gehört, dass die ihre Tiere vegan ernähren und dass es den Tieren wirklich gut geht und dass ebenfalls auch vom Tierarzt bestätigt wurde, dass die Tiere sehr gesund sind. Von daher muss ich sagen, es ist möglich, auf jeden Fall seine Tiere vegan zu ernähren. Allerdings, ja, man muss dabei beachten, es ist, ich sag mal so, man muss es ausprobieren. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte eine Katze, beziehungsweise ich habe sie immer noch, sie ist nur bei meinen Eltern jetzt gerade. Und die hat früher immer dieses normale Trockenfutter aus dem Lidl bekommen und Feuchtfutter noch dazu. Und ja, ich hatte dann irgendwann, als ich dann vegan wurde, wollte ich es mal ausprobieren und habe mir dann dieses Amiket gekauft, dieses vegane Katzenfutter. Und wollte es einfach mal testen und habe dann sogar am Anfang zwei Schalen hingestellt. Eine mit dem Amiket und noch eine mit dem normalen Futter, was sie immer bekommt. Und das Lustige war halt, ab dem ersten Tag, als er das gesehen hat, hat er sich auf dieses, wie so ein Verrückter, auf dieses Amiket gestürzt. Also er hat das andere wirklich links liegen lassen und hat nur noch dieses vegane Katzenfutter gefressen. Und ja, da muss ich sagen, irgendwas muss ja an dem anderen nicht so gut gewesen sein oder irgendwas muss ja in diesem Veganen drin sein, dass ihm das plötzlich so gefällt. Und er hat seitdem auch nicht mehr so viele Nierenprobleme. Also immer noch ein bisschen, hatte er vorher auch eine ganze Weile. Und ja, ich habe auch gehört, das soll an diesem normalen Trockenfutter liegen, weil da irgendwie Nitrat drin ist oder sowas. Von daher kann ich aus eigener Erfahrung sagen, meine Katze mochte das andere wirklich sehr viel mehr als das normale Katzenfutter. Und was Hunde betrifft, Hunde sind ja eigentlich Allesfresser, also bei denen wäre es sogar noch eher möglich, die vegetarisch zu ernähren. Und ich habe auch von einigen gehört, die sogar gar kein Fleisch vertragen haben. Die haben wirklich nur Nudeln und Reis und irgendwelches Gemüse oder Kartoffeln bekommen. Und denen ging es wirklich gut damit. Also, ja, deswegen würde ich sagen, man muss es einfach ausprobieren. Also, da stand auch irgendwas von, irgendwer hat einen Kommentar geschrieben, dass es Tierquälerei ist. Und ich finde, solange man auf seinen Hund hört, also sozusagen, wenn er das nicht frisst, man muss ihn dazu zwingen, das zu fressen. Und er wird davon krank, vielleicht sogar noch, und der Tierarzt sagt, dem geht es nicht gut. Und dann immer noch damit weiterzumachen, dann finde ich auch, wäre es Tierquälerei. Aber bis dahin, wenn man das mal ausprobiert und wenn dem Hund das schmeckt und dem Hund es damit gut geht, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Und das Hunde- und Katzenfutter, was es zu kaufen gibt, das hat eigentlich auch, also zumindest das meiste, nicht so die Qualität. Also das ist, soweit ich weiß, größtenteils Gedärme und irgendwelche Tierreste, sag ich mal so, vermixt mit irgendwelchen Stoffen, die das noch ein bisschen strecken. Also es ist eigentlich gar kein Fleisch. Von daher gibt es noch ein Zwischending zwischen Fleischdosenfutter zu fressen geben und vegan ernähren. Also man kann dem genauso gut auch, sag ich mal, frisches Fleisch, wenn der Hund es unbedingt braucht, aus normaler, also aus artgerechter Tierhaltung geben.
Das ist dann immer noch besser, für den Hund zumindest, als dieses ja, billige Hundefutter. Und bei Katzen, auf jeden Fall weiß ich, wenn man die vegan ernährt, dann sollte man darauf achten, dass da Taurin beigesetzt wird. Also das ist irgendwie ein Stoff jedenfalls, das sie brauchen. Ansonsten kann es zu irgendwelchen Mangelerscheinungen kommen, dass man dann zusetzen kann. Und wenn das funktioniert, dann wieso nicht? Es gab auch mal sogar ein Kochbuch für vegane Tierernährung. Ja, leider weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Ich kann es aber auch mal rausfinden, es dauert nur ein bisschen. Und dann werde ich das unten in die Kommentare schreiben. Und solange, ja, ich habe auch eine Seite gefunden, wo auch ein Rezept vorgestellt wird aus Tofu und Kichererbsen und noch ein paar andere Sachen, wo Katzenfutter gemacht wird. Das kann ich auch mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr euch mal angucken und mal ausprobieren. Und ja, wenn ihr das ausprobiert habt, würde ich gerne wissen, wie das angekommen ist. Weil ich kann es momentan leider nicht testen. Und ja, schreibt mal einfach mal, wie das angekommen ist bei euren Katzen, ob sie das gemocht haben oder überhaupt nicht. Das würde mich mal interessieren auf jeden Fall. Ja, und was ich an diesem Kochbuch so interessant fand, war, dass auch viele Erfahrungsberichte drin waren von ja, Tierhaltern, die halt ihre Tiere vegan ernährt haben. Und das waren echt sau viele, sag ich mal so, die das wirklich gemacht haben und wo die Tiere wirklich gesund waren. Was auch die Tierärzte gesagt haben, dass es denen gut geht. Und von daher, ja, ist es auf jeden Fall möglich, seine Tiere vegan zu ernähren. Und ja, ist halt nicht für jedes Tier was. Von mir kann ich höchstens nochmal erzählen, also mein Kater mochte halt dieses Trockenfutter von Armycat total gerne. Und dann dachte ich, ja gut, probierst du mal das Feuchte aus. Und da gab es irgendwas von Vegusto, so eine Fertigtütchen mit irgendwie, ich glaube aus Seitan wurde das gemacht. Und da war auf jeden Fall auch Taurin beigesetzt. Ja, dann habe ich denen das gegeben und das hat er wiederum überhaupt nicht gemocht. Also es war angetrocknet und er hat das lieber stehen lassen und hat lieber gar nichts gefressen, als dieses Zeug zu essen. Von daher kriegt er jetzt halt immer noch normales Futter sozusagen und dazu halt dieses Armycat. Und damit ist er halt immer noch gesund und fit. Ja, also wie gesagt, es ist wirklich ein Streitthema eigentlich, Tiere vegan zu ernähren, weil es, naja, kann man so sagen, gegen deren Natur ist, zumindest bei Katzen, die ja eigentlich pure Fleischfresser sind. Allerdings hatte ich auch mal gelesen, dass Tiere sich ihren Herrchen anpassen. Das heißt, wenn das Herrchen vegan ist und nur, was sage ich jetzt mal, nur frisches Gemüse isst, dann kann das auch bei der Katze funktionieren. Ja, das habe ich wie gesagt noch nicht so hinbekommen. Und ja, ich wollte meine Katze halt auch zu nichts zwingen, sage ich mal so. Deswegen, ja, ist es jetzt halt so, wie es ist. Und ja, ich würde gerne von euch wissen, wie ihr das macht. Habt ihr Katzen oder Hunde und ernährt ihr die vegan oder habt ihr es mal probiert und es ist halt total schief gegangen oder so ähnlich? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren. Und ja, ansonsten, ja, machen wir noch eine andere Frage, würde ich sagen. Gibt es ein veganes Kochbuch, das du empfehlen würdest? Ob ich ein Kochbuch vorstellen kann? Ganz ehrlich, nö. Eigentlich nicht. Weil das liegt daran, ich bin irgendwie nicht wie soll ich sagen, der Kochbuchkoch. Also, ich habe auch, glaube ich, nur zwei vegane Kochbücher. Und irgendwie, ich habe da, glaube ich, auch schon ein paar Sachen von ausprobiert. Aber meistens ist es wirklich eher so, dass ich einfach spontan irgendwas koche und mir selber was ausdenke. Und wenn ich halt mal ein Kochbuch zu Rate ziehe, dann ist es meistens nur so, dass ich das durchblätter, mir irgendwelche Ideen und Anregungen hole und dann koche ich das so, wie ich das gerne möchte. Von daher habe ich nicht so viele davon. Und meistens, wenn ich Rezepte ausprobiere, dann ist es auch so, dass ich die schon gleich beim ersten Mal kochen irgendwie verändere, also irgendwie variiere, so wie ich das gerne haben möchte. Und deswegen, ja, koche ich einfach nicht so oft aus Kochbüchern. Ich habe sogar mal ein Rezept, was ich total toll fand. Ich weiß leider nicht mehr, welches das war. Das fand ich jedenfalls total super und ich wollte es unbedingt ausprobieren.
und habe so die Zutatenliste mir angeguckt und habe das dann eingekauft, was ich dafür brauchte. Ja, und bin dann halt nach Hause und habe losgelegt, ne, ohne mir diesen Text vorher durchzulesen. Und es ist halt total schief gegangen. Also ich bin irgendwie zu faul, diesen Kochbuchtext durchzulesen. Ne? Ich weiß nicht warum. Danach habe ich es dann durchgelesen und habe dann gedacht, so, ach ja, natürlich. Aber ja, ich weiß auch nicht, ist einfach so. Ja, ich kann euch die beiden ja mal zeigen. Das sind die beiden hier. Und zwar einmal das Vegan unterwegs von Heike Kügler-Anger. Und ja, fand ich gar nicht so schlecht, weil das sind echt kleine Snacks manchmal, die man einfach gut für unterwegs gebrauchen kann. Und dann das Vegan Lecker Lecker von Marc Pierschel. Ja, fand ich auch sehr gut beschrieben. Und das sind wirklich die einzigen beiden Kochbücher, die ich habe, zumindest die beiden veganen Kochbücher. Und früher mit den Kochbüchern, wo ich noch Fleisch gegessen habe, also die Kochbücher, die ich davon noch habe, bei denen war es eigentlich genauso. Ich habe da vielleicht mal aus so einem dicken Wälzer vielleicht mal ein oder zwei Rezepte ausprobiert. Von daher, ja, also wenn ich euch von den beiden eins empfehlen würde, dann wäre es wahrscheinlich das hier. Weil, ja, finde ich irgendwie sehr überschaubar, sind auch ein paar Basics drin, also jetzt zum Beispiel der Hefeschmelz ist da drin oder die vegane Mayonnaise und sonst halt sehr viele Kuchen und Torten auch, was ja als vegane Variation manchmal so am schwierigsten ist, finde ich zumindest. Also Torten nachzumachen ist oder Kuchen nachzumachen, das sind dann wirklich schon die Sachen, wo ich wirklich ein Kochbuch zu Rate ziehen muss, weil das manchmal recht kompliziert ist. Ja, und wie gesagt, also ich bin zwei Jahre vegan, habe zwei Kochbücher, vielleicht kaufe ich mir im dritten das dritte, wer weiß, oder ich kriege eins geschenkt. Ja, dann danke euch fürs Zusehen, das war der zweite Vlog und ja, der nächste kommt bestimmt. Ihr könnt wieder Fragen in die Kommentare schreiben oder irgendwelche Themen vorschlagen, was ihr möchtet und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Achso, eins habe ich noch vergessen zu sagen. Und zwar der Grund, warum viele Menschen ihre Tiere vegan ernähren, ist ja eigentlich derselbe, für den sie auch selber vegan leben, nämlich halt der Tierschutz, dass die Tiere nicht ausgebeutet werden und so weiter und so fort. Und ja, da denke ich halt, okay, einerseits ist es halt nicht so schön, als Veganer ins Geschäft gehen zu müssen und Tierfutter aus Fleisch zu kaufen, sei es nun die höchste Qualität, wie auch immer. Aber wenn halt mein Tier das nicht verträgt und es nur dieses Hundefutter verträgt oder nur Fleisch verträgt, dann muss man das halt, also würde ich jedenfalls sagen, würde ich lieber in Kauf nehmen, dieses Fleisch zu kaufen, damit es meinem Tier gut geht. Ich selber verzichte ja immer noch auf Tierprodukte. Also den Konsum, den lenke ich, was mich betrifft, ja immer noch auf die veganen Lebensmittel, also was auch immer es alles gibt. Nur halt bei meinem Hund nicht. Und das ist wie, als wenn, sag ich mal so, in einer Beziehung der eine noch Fleisch isst, der andere Vegetarier ist oder meinetwegen auch der eine Vegetarier ist und der andere schon vegan. Es ist halt ja, sozusagen ein kleiner Schritt. Und wenn der Hund das vegane Essen verträgt, umso besser. Wenn nicht, dann muss ich es halt in Kauf nehmen, ihm Fleischfutter zu kaufen. Würde ich jedenfalls so denken. Da könnt ihr mir auch was dazu schreiben in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.